Brüder und Schwestern in Christus, heute wird es ein bisschen kompliziert, aber die Lesungen sind eben kompliziert. Diese Woche habe ich eine kleinere Auseinandersetzung mit einigen gehabt, die in den neuen Medien unterwegs sind. Es ging um einen Kardinal und seine vermeintlich nicht katholischen Aussagen, wo ich der Meinung bin, der ist eigentlich ganz in Ordnung. Nicht ohne Grund hat ihn einer der Päpste zum Kardinal ernannt. Nur der Ton, in dem diese Auseinandersetzung geführt wurde, also nicht von meiner Seite, ich versuchte irgendwie ordentlich zu bleiben, aber die anderen, da hat man irgendwas gespürt, was man auch im heutigen Evangelium sehen kann. Aber eins nach dem anderen. In der ersten Lesung aus dem Buch Jesaja hören wir eine Geschichte aus einer Zeit, wo das Reich Israel und das Reich Juda nicht mehr existierten. Also die Juden hatten keinen Staat mehr, keinen König, sie hatten kein Zuhause mehr. Sie waren ein Teil des persischen Reiches und einer der großen persischen Könige dieser Zeit war Kyros, ich glaube, das war Kyros der Zweite. Und da hat sich für Israel etwas geändert, also für das auserwählte Volk. Er hat einen Erlass gegeben, dass in seinem Reich alle Völker ihre eigenen Traditionen leben dürfen. Und das betraf vor allem die Religion. Also die Juden durften wieder ihre Religion ausüben. Und da wird der Schreiber aus dem Jesaja-Buch, es ist nicht Jesaja selbst, aber einer der Propheten, die sich in seiner Nachfolge sehen, da sieht er eine Hoffnung für das Volk. Jetzt dürfen wir wieder Gott in Jerusalem anbeten. Ein paar Seiten später im Buch Jesaja kann man dann schon lesen, wie dieser Tempel wieder aufgebaut wird. Aber auch ein Prophet kann irren. Und das sehen wir in der heutigen Lesung, weil er sieht darin ein Handeln Gottes, dass Gott diesen König Kyros dazu benutzt, dem Volk Israel Gutes zu erweisen. Nur um eines vorwegzunehmen, ich glaube daran, dass alles in Gottes Hand liegt. Nur ich habe keine Ahnung, wie Gott das anstellt. Und auch wenn einer ein Prophet ist, kann er nicht behaupten, Gott benutze die Menschen zu seinen Zwecken. Das ist falsch. Gott benutzt keinen von uns, nicht einmal die Bösen, um seine Zwecke, um seine Pläne durchzuführen. Und so irrt dieser Prophet, der diese Worte schreibt, wenn er sagt, Gott hat diesen König Kyros dazu benutzt, unserem Volk wieder Gutes zu erweisen. Wir haben Gnade durch ihn gefunden. Gott macht uns nicht zu seinen Werkzeugen. Er spielt nicht mit uns. Im heutigen Evangelium haben wir auch eine Geschichte, die man in den Kontext setzen muss. Weil jeder von uns kennt diesen abschließenden Satz aus dem Evangelium, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Ja, wenn man nicht so viel Ahnung hat, sagt man immer, wenn ich nicht weiß, was los ist, worum es geht, geht es um Geld. Aber nicht in diesem Fall. Diese vermeintliche Antwort und das, wonach man dieses Evangelium auslegt, also dieser letzte Satz, das hat nichts damit zu tun, was die Botschaft des heutigen Evangeliums ist. Jesus steht in einem Streitgespräch. Er ist die eine Seite und die andere Seite. Da sind Pharisäer und, wie wir heute zu hören bekommen haben, Anhänger des Herodes. Und die tun sich zusammen, um mit Jesus zu streiten.
Das ist eine paradoxe Situation für die damalige Zeit. Also die Pharisäer, die wollten mit den Römern nichts zu tun haben. Wer mit den Römern zusammengearbeitet hat, war weder fromm noch patriotisch. Das waren Verräter. Und Herodes war einer, der mit den Römern zusammengearbeitet hat. Er wurde von den Römern eingesetzt. Man sieht zwei Parteien aus wirklich gegensätzlichen Lagern, tun sich zusammen, um Jesus etwas zu zeigen. Wir hören hier im Evangelium, die wollen ihn eine Falle stellen. Und das ist der Schlüssel zu diesem Evangelium, nicht die Antwort Jesu. Sie wollen Jesus eine Falle stellen. Und die Frage ist jetzt, was tut Jesus? Weil um Geld geht es hier nicht. Diese Frage um die Steuern, das hat Jesus geklärt mit seinen Jüngern. Er hat gesagt, ja, Steuern sollt ihr zahlen und Schluss. Ende der Geschichte. Darum geht es hier nicht, sondern um die Frage, wer Jesus eigentlich ist, was seine Botschaft ist. Jesus soll eine Falle gestellt werden und das ist der Ausgangspunkt. Was tut Jesus? Er antwortet auf diese Frage, die ihm gestellt wurde, aber er gibt eine Antwort, die keine ist. Was ist das schon für eine Antwort? Gibt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört? Dem Kaiser gehören ja nicht die Münzen, die mit seinem Angesicht geprägt wurden damals. Ja, wenn ich es verdient habe, sind es meine, nicht seine. Was soll ich so also dem Kaiser zurückgeben? Also keine richtige Antwort. Und Gott soll ich geben, was Gott gehört? Gott gehört ja alles. Was kann ich ihm schon zurückgeben? Nichts. Also Jesus gibt den Leuten, die mit ihm im Streit liegen, eine Antwort, die keine ist. Er weicht diesem Streit aus, weil ihn das nicht interessiert, diese Streitigkeiten. Er lässt sich nicht verwickeln in so dumme Gespräche, die zu nichts führen. Und jetzt, wir stehen am Ende der außerordentlichen Bischofssynode, die ist schon eigentlich abgeschlossen. Und da gab es auch sehr viele Streitgespräche zwischen den Bischöfen, die dort waren. Wie sollen wir mit den Menschen umgehen, wie mit denen und so weiter. Aus meiner Heimat, aus Polen, habe ich gehört, dass also der Vorsitzende der Bischofskonferenz hat es bemängelt, dass da nichts über Sünde gesprochen wird in einem der Dokumente, der verfasst wurde und so weiter. Also dass die Lehre der Päpste da verworfen wurde und so weiter und so fort. Ich habe es mir durchgelesen und ich kann nur mit Kardinal Schönborn eines wiederholen. Es geht darum, dort an dieser Synode die Familien zu stärken. Nicht zu zeigen, wie schlecht sie sind, sondern zu sehen, wo diese Menschen stehen und versuchen, ihnen zu helfen. Aber das geschieht nicht nur in Rom, im Vatikan, solche Streitgespräche, auch zwischen uns. Gestern war ich bei der Pfarrgemeinderatsklausur, also in unserer Pfarre, und es ist schwierig, einen gemeinsamen Nenner zu finden, eine gemeinsame Sprache zu finden. Ich tue mich leichter, weil ich von außen komme, aber trotzdem, ich sehe, ja, das ist die Bereitschaft, zusammenzuarbeiten, aber man weiß noch nicht wie. Und da besteht immer die Gefahr, dass man einander ein bisschen austastet. Wie weit können wir gehen? Dass man vielleicht etwas aufleben lässt, was man besser nicht aufleben sollte und so weiter und so fort. Auch in unseren zwischenmenschlichen Relationen. Wenn wir mit Menschen manchmal umgehen, die schwierig sind. Es gibt solche im Leben eines jeden von uns. Muss man sich nichts vormachen. Und wie gehst du mit denen um?
Legst du Wert darauf, wie diese Pharisäer und Anhänger des Herodes, ihm eins auszuwischen, ihm zu zeigen, wo der Hammer hängt, wie man das so sagt? Oder vielleicht gehst du den Weg, den Jesus gegangen ist, dem Streit auszuweichen, um Wichtigeres zu tun. Weil letzten Endes ist es eine Frage, die auch sich in der zweiten Lesung stellt. Also diese Lesung aus dem Brief an die Thessalonicher hat eigentlich nichts zu tun mit der ersten und dem Evangelium. Aber da gibt es eine Antwort darauf, wie wir mit Menschen umgehen sollen, von denen wir meinen, die sind weder katholisch noch gut, noch bereit zur Umkehr oder irgendetwas. Wie soll man mit solchen Menschen umgehen? Das ist auch die Frage, die sich die Synodenväter stellen. Wie sollen wir als Kirche mit Menschen umgehen, die sich von dem abgewandt haben, was die Lehre der Kirche ist, was die Lebensweise der Kirche ist, aber trotzdem, sie gehören zu uns. Da muss man ganz genau hinlesen. Paulus schreibt: Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde von Thessalonich, die in Gott, dem Vater und in Jesus Christus, dem Herrn ist. Und da gab es auch eine Situation, wo diese Gemeinde in Thessalonich im Streit lag. Also die waren zerstritten. Paulus ist da im Jahre 50 ungefähr gekommen, ein Jahr später war nur Streit. Und was macht Paulus? Der geht nicht auf diese Streitigkeiten gleich ein, sondern er sagt: Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde von Thessalonich, also an die Kirche von Thessalonich, die in Gott ist. Diese ganze Kirche ist in Gott. Mit all ihren Unterschieden, mit all den Sünden, die da sind in der Gemeinde, egal, sie sind in Gott. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dass wir alle unterwegs, die unterwegs sind, also hier auf Erden, in Gott sind als Kirche, dann haben diese Streitigkeiten, die manchmal aufflammen, ob wir es wollen oder nicht, nicht so viel Bedeutung. Dann kann man in sich vielleicht auch die Kraft finden, dem Ganzen auszuweichen, damit das Wichtigere, das Gemeinsame Platz hat. Und das heißt nicht, dass uns alles egal sein soll, das nicht, aber es geht schlicht und einfach darum, dass wir seine Kirche sind. Wir gehören alle Gott und mehr brauchen wir nicht. Wir müssen nicht alle gerade biegen. Das wird Gott schon tun. Und ihm zu vertrauen, das ist immer eine gute Schule, aber nicht immer einfach, aber es lohnt sich. Und als Übung empfehle ich euch heute, wenn ihr wissen wollt, worum es mir geht, ich spreche manchmal sehr kompliziert, ich bin mir dessen bewusst, sucht euch einen Menschen aus, mit dem ihr überhaupt nicht könnt, von dem ihr meint, dieser Mensch müsste anders leben. Sucht euch so einen Menschen aus und versucht im Gebet Gott zu sagen: Gott, es ist mir nicht egal, wie dieser Mensch lebt, aber ich überlasse ihn oder sie dir. Ich werde nichts jetzt machen. Du bist jetzt an der Reihe. Sich in dieses Vertrauen einzuüben, ist nicht immer einfach. Aber wenn wir es nicht tun, sind wir dann wie diese Pharisäer und Anhänger des Herodes, die einem einfach zeigen wollen, ja, wo es lang geht. Oder wie dieser Prophet aus dem Buch Jesaja, der eigentlich auch im Auftrag Gottes redet, aber keine Ahnung hat, letzten Endes. Weil er Dinge sieht, die gar nicht sind. Die Bibel lädt uns immer wieder dazu ein, zu hinterfragen, wie wir denken, wie wir leben, was wir tun, wie wir handeln. Und der heutige Sonntag lädt dazu ganz besonders ein.